Juliana, ich begrüße dich ganz herzlich und danke dir, dass du aus Ungarn gekommen bist, damit wir dieses Gespräch heute machen können über das neue Buch. Es ist für mich eine Ehre. Ich bin sehr glücklich, bei dir in Norwegen wieder zu sein. Dankeschön. Dr. Rieke Gerd Hamer, der mit der germanischen Heilkunde die größte Entdeckung der Menschheitsgeschichte gemacht hat, wird bis zum heutigen Tag unter Kontrolle gehalten und die germanische Heilkunde wird totgeschwiegen. Ja, so ist es. Schade, dass von deinen in vielen Sprachen erschienenen Büchern nur wenige ins Englische und nur eins, aber das Wichtigste, die wissenschaftliche Tabelle, ins Ungarische übersetzt werden konnte. Das kann wohl sein, weil dein Verlag Amici di Dirk nicht immer finanziell dazu ja. in der Lage war. Sagen wir ruhig, der Verlag ist arm und die Räuber bereichern sich mit Millionen. Ne? Ja. Du schreibst jetzt dieses neue Buch. Ja. Und es wird bald erscheinen. Ja, das ist. Dieses Buch birgt ein Geheimnis. Ein Studentenmädchen, ja. Dieses Buch birgt ein großes Geheimnis. Es knüpfen sich viele Wunder dazu. Du sagst, das ist eine therapeutische Sensation. Warum ist es dann die zweite große Entdeckung nach der germanischen Heilkunde? Ja, also erstmal muss ich sagen, ich kriege immer selbst noch eine Gänsehaut, wenn ich über diese therapeutische Sensation spreche, denn das hätten wir uns früher alle nicht denken können und ich mir auch nicht, dass es mal sowas gibt. Es ist eigentlich die zweite Hälfte der germanischen Heilkunde, wenn man so will. Ja, es ist von der germanischen Heilkunde überhaupt nicht zu trennen. Beides ist zweiphasig, ne? Ja. Das ist das Lied, das kleine Liebeslied. Und das ist die sinnvolle biologische Sonderprogramm. Ja? Das ist quasi identisch. Wie ist denn dieses Lied entstanden? Ich habe das Lied meiner Frau zum 20. Jahrestag unserer Liebe geschrieben. Und das hat sie auch gerne entgegengenommen. Und der Dirk hat ein Brett dafür gebastelt und dann haben wir das da aufgehängt in Rom. Und was ich aber nicht gewusst hatte damals, war, dass dieses Lied die germanische Heilkunde schon um 5 Jahre eigentlich vorweggenommen hat. Also das gibt da jetzt tollste Möglichkeiten, wahnsinnig. Wie gesagt, eine 99%ige Überlebensrate. Super. Träumen wir jetzt davon. Ne? Wie wir das eigentlich mit der germanischen auch schon geträumt haben, wenn da alles richtig läuft. Aber mit dem Studentenmädchen können wir das jetzt richtig machen. Also wenn wir jetzt den Zaubersang des Gottes der Germanen, Wodan und auch die Hagalrunen verstehen, dann können wir auch verstehen, warum du diese Heilkunde germanische genannt hast, sogar die heilige Medizin, la Medicina Sagrada. Ja, die germanische Heilkunde war immer schon die Heilkunde der Freiheit. Ja? Und die Freiheit war für unsere Vorfahren das höchste Gut. Nicht? Sie hatten ihre Familien, der Familienvater war der Chef der Familie. Über dem Chef stand noch die Großmutter, ne, die also dem Chef noch sagen konnte, wo es lang gehen muss. Ne? Aber sie unterstanden keinem Herrscher, sie hatten auch keinen König, sondern nur im Kriegsfalle wählten sie einen Herzog. Der war aber nur für die Dauer des Krieges. Dann trat er wieder zurück ins Glied. Ne? Sie hatten keine Sklaven und sie mussten niemandem gehorchen. Sie gehorchten nur sich selbst, das heißt ihrer Familie. Und wenn sie Probleme hatten außerhalb der Familie, dann versammelten sie sich zum Ting. Und da wurde das besprochen. Und dem Ting haben sie sich freiwillig unterworfen. Das war ihr Rechtsverständnis. Aber keinem fremden Herrscher. Während in ganz Europa überall Sklaventum war,
In Rom waren 3/4 Sklaven, ja, und nur 1/4 waren freie Menschen. Und so haben die Germanen ihre Freiheit verbissen verteidigt. Nicht? Der Arminius hat 3 Schlachten geschlagen, 9 nach Christus, 15 nach Christus und 16 nach Christus. Und das ist die letzte Schlacht gegen 100.000 Legionäre der Römer. Und es ging nur um die Freiheit. Ja? Und dass die Germanen nicht Sklaven der Römer werden wollten, sondern frei bleiben wollten. Das haben sie geschafft. Und da sind sie noch 400 Jahre frei gewesen, bis sie an die Kirche kamen. Das ist unser Idol. Danach ist eigentlich der Code in unserem Gehirn konstruiert, dass die Menschen in Freiheit leben können. Ich hoffe sehr, dass dieses Video in der Zukunft Millionen Menschen das Leben retten kann. Wird es. Ja, ich hoffe. Danke, Juliane. Danke vielmals nochmal. Danke.